Manchester City-Star Josko Gvardiol ist mit einer Rekordablöse von rund 90 Millionen Euro der teuerste Abwehrspieler aller Zeiten. Klar, dass er bei der Ballon d'Or-Verleihung nicht fehlen darf. Auch mit dabei YouTuber und Streamer iShow Speed mit über 20 Millionen Abonnenten. Was der US-Amerikaner da zu suchen hatte, ist allerdings nicht ganz klar. Denn er fragt den Ex-Leipziger Gvardiol, ob der ein Foto von ihm und einem anderen Mitarbeiter machen kann. Gvardiol macht den Spaß mit. Zuschauer im Livestream weisen Speed dann darauf hin, wer da gerade ein Bild geknipst hat. Aber auch dann wird's nicht besser. Gvardoli? Die Leute sagen, dein Name ist Gvardoli. Nein, das stimmt nicht. They're trolling. Okay, sie machen Witze. Mein Fehler. Und Gvardoli geht grinsend weg. Vielleicht kommt dieser YouTuber nächstes Mal besser vorbereitet. Auf jeden Fall eine mega lustige und coole Reaktion von Josko Gvardiol.